Obdachlosigkeit ist ein ernstes und stetig wachsendes Problem in Deutschland. Laut Statistiken waren im Jahr 2022 über 600.000 Menschen wohnungslos. Das heißt, sie hatten keinen Mietvertrag oder lebten in Notunterkünften. Davon waren 40.000 Menschen tatsächlich obdachlos, also ohne jegliche Unterkunft. Ich wollte wissen, wie es jedem Menschen wohl ergehen muss, welchen Herausforderungen sie sich täglich stellen müssen und habe mich deshalb diesem Selbstexperiment gestellt. Eine Sache brauche ich noch von dir. Was? Schlüssel her. Du bist obdachlos. Obdachlose haben kein Haus. Portemonnaie her. Obdachlose haben kein Geld. Stopp. Ausweispflicht. Tschüss. Ciao. Ich weiß gar nicht, wie ich starte. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Ich bin jetzt hier in der Innenstadt angekommen und ich glaube, ich werde mich hier jetzt gleich einfach mal irgendwo so am Straßenrand hinsetzen und einfach mal betteln. Ich habe heute weder getrunken noch gegessen, das heißt, ich brauche auf jeden Fall irgendwas im Magen, damit ich so hungrig durch den Tag gehe. Das ist auf jeden Fall Mission Nummer 1 jetzt, Geld erbetteln fürs Frühstück. Let's go. Da hinten könnte auch so ein guter Spot sein, ich könnte mich da einfach irgendwie vorsetzen, oder? Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht ein bisschen Kleingeld für mich? Nein, jetzt sind wir schon dran. Hier durfte ich dann zum ersten Mal feststellen, wie verdammt unangenehm und langweilig betteln eigentlich ist. Mir jetzt vorzustellen, darauf jeden Tag angewiesen zu sein, irgendwie ein bisschen unheimlich. Ich saß jetzt bestimmt so 20, 30 Minuten, ich weiß es gar nicht genau, aber es ist echt irgendwie kein cooles Gefühl. Also die Leute laufen alle an mir vorbei, gucken mich so komisch aus dem Augenwinkel an. Wie soll ich jetzt abschauen oder so? Einer ist stehen geblieben und hat mir irgendwie Geld gegeben. Das heißt, ich habe jetzt noch gar nichts gesammelt. Deswegen ändere ich jetzt meinen Plan. Ich glaube, ich laufe jetzt ein bisschen durch die Stadt und spreche ein paar Leute aktiv drauf an, ob die vielleicht ein bisschen Kleingeld für mich haben. Haben Sie vielleicht etwas Kleingeld, dass ich mir was zu essen kaufen kann? Nope. Boah, habt ihr vielleicht eine halbe Minute für mich? Entschuldigung, hat sie vielleicht etwas Kleingeld bei sich, dass ich mir was zu essen kaufen kann? Nope. Sie vielleicht etwas Kleingeld bei sich? Nope. Boah, ich hab selber nur Karte dabei. Geht auch. Boah, mich regt das alles hier auf, ne? Ich mag das gar nicht, auf die Leute aktiv zuzugehen und zu fragen, ob sie Kleingeld haben für mich. Ich bin jetzt eine Stunde so draußen, meine Hände sind arschkalt. Es ist auch irgendwie nur 6 Grad draußen. Das heißt, ich werde jetzt hier ins Rathaus reingehen, um mich ein bisschen aufzuwärmen. Ich werde drinnen noch mal ein paar Leute fragen, ob die Geld haben. Sie vielleicht etwas Kleingeld, dass ich mir was zu essen kaufen kann? Geld? Ja. Kleingeld. Alles gut, trotzdem schon Tag. War schon vorher kaputt. Drinnen wollte mir leider auch keine Geld geben, aber immerhin kann ich mich jetzt hier hinsetzen und ein bisschen mich aufwärmen. Das ist jetzt schon arschlangweilig, ja. Okay, ich bin jetzt wieder draußen aus dem Rathaus. Ich bin aufgewärmt, das ist ganz gut. Betteln ist nicht meins, also es hat mir keinen Spaß gemacht. Da kam auch keiner auf mich zu. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier die ganze Stadt durchgehen und gucken, ob ich ein paar Pfandflaschen finde. Flaschen sammeln davon? Können wir uns auf richtig safe holen? Ja, geil. Die erste Pfandflasche, die wir haben am Weihnachtsmarkt, geil. Pack ich jetzt direkt ein bei mir in die Tasche. Da ist noch eine Mülltonne, die kontrollieren wir jetzt. Ach, fuck. Junge, was ist das, Mann? Wie viel Pech kann man haben? Alter, jetzt mal ehrlich. Wir haben den Weihnachtsmarkt jetzt verlassen, weil irgendwie, also da war, glaube ich, gar nichts mehr. Kann auch sein, dass hier noch andere Pfandflaschensammler unterwegs sind, weil ich habe das Gefühl, irgendwie alles ist weg. Ich mache jetzt, glaube ich, eine Taktik, weil ich weiß gerade gar nicht mehr weiter. Ich laufe jetzt dumm durch die Stadt. Ich finde nichts, ich habe extrem Hunger. Kann sein, dass ich mich jetzt verspiele, aber ich glaube, ich werde jetzt zum RWE-Stadion laufen. Das ist so eine Stunde Laufweg, wenn es hochkommt. Die hatten gestern ein Fußballspiel, auch wenn Pfandflaschensammler am Fußballstadion jedes Mal sind und die Pfandflaschen aufsammeln. Ich hoffe einfach, dass ihr ein paar liegen lassen habt. Zumindest irgendwelche Glasflaschen oder so. Ich gehe da jetzt in guter Hoffnung hin, dass ich da vielleicht noch 2-3 Euro an Pfand irgendwie sammeln kann. Und mir davon danach mein Essen hole. Ich habe mega Hunger, ich bin gerade schon übelst abgefuckt von der Laune. Und ich brauche was zu essen, weil ich sag mal, dauerhaft kann man das ja so nicht durchmachen. Jetzt 1-2 Tage mit leerem Magen, kein Problem. Aber ich sag mal, das ist ja eine Dauersituation, unter der ich jetzt ausgesetzt wäre, würde ich jetzt dauerhaft obdachlos sein. Das heißt, ich muss ja mich täglich darum kümmern, dass ich irgendwie genug esse, um Energie zu haben für den Tag. Das ist aktuell nicht der Fall, ich tue es gerade auch sehr schwer, aber wir bleiben dran. Ich finde es gerade aber auch krass, dass ich in solchen Seitenstraßen irgendwie gar nichts finde. Normalerweise laufe ich durch die Straßen, ich finde täglich so viele Pfandflaschen einfach auf dem Weg. Jetzt, wo ich einmal gezielt nachsuche, finde ich gar nichts. Das regt mich gerade auch auf. Aber, was will ich machen, ja? Hilft mir keiner. Oh, hier ist die Mülleimerei. Ich gehe hier einmal kurz jede Mülltonne durch. Nope. 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 Ey, mir ist das echt nicht peinlich, jetzt so an die Mülltonne oder so zu gehen. Aber die Leute gucken mich an, ne? Also wirklich, als hättest du noch nie einen Obdachlosen gesehen, der hier ein bisschen nach Kleingeld sucht. Das regt mich ja richtig auf, Alter. Ich bin kein Abschaum, merkt euch das. Und generell kein Obdachloser ist draußen auf der Straße Abschaum. Denkt dran, wir sind genau wie ihr normale Menschen, die vielleicht gerade ein paar mehr Probleme haben. Ich bin jetzt hier an der Haltestelle angekommen. Bin mir nicht sicher, aber ich könnte jetzt die Stunde laufen, oder?
Ich warte einfach hier auf den Bus. Problem ist aber, ich habe Florian heute mein Portemonnaie gegeben. Ich habe kein Ticket mehr. Ich müsste schwarz fahren. Ist mir das wert? Ach, ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich laufe erstmal nochmal. Das Ding ist, ich muss aber leider schwarz fahren. Ich glaube, ich gehe hier einmal die Uni durch und gucke die Mülltonne hier durch. Ich stelle mir das gerade ein bisschen wie so an der Schule vor. Einfach, ich schmeiß noch eher alles hin, oder? Ach, Scheiße. Ich habe das Gefühl, das wird noch so ein harter Tag werden. Ist das eine Dose? Cola! Coca-Cola! Das ist aus Holland, die hat keinen Pfand. Scheiße, Alter. My disappointment is immeasurable. My day is immeasurable. Okay, das hier sieht gut aus. Das hier glaube ich auch. Zwei Flaschen, Alter. Das ist richtig gut. Das ist jetzt, ich glaube, das ist beides jeweils 8 Cent nur. Aber egal, somit habe ich schon mal 31 Cent. Das ist halt gar nicht. Da, zwei weitere Flaschen. Geil. Das nehme ich natürlich mit, da sage ich nicht nein. Boah, jetzt bin ich richtig motiviert, Alter. Jetzt, ich hab Bock, Alter. Wir gehen jetzt Pfandflaschen sammeln des Todes, Mann. Ein Stauder mehr. Ich glaube, nächste Pfandflasche. Ey, ich steck hier fest. Ich häng einfach mit. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, ich hab meine Jacke, glaube ich, hinten aufgerissen. Scheiße, Mann. Aber ich hab eine neue Flasche, das freut mich. Ja, moin. Ich hab durch die Dorn meine Jacke jetzt komplett gedamaged. Hier, alles auf, geil. Scheißen Dreck, Mann. Ah! Wenn die Jacke jetzt an Schutz verliert, wird's in der Nacht noch kälter, ne? Hab ich mir jetzt voll das Eigentor geschossen für diese 8-Cent-Flasche. Alter. Spaß braucht ich noch. Ich nehme die mit. Ich hab meine erste 25-Cent-Flasche gefunden. Also wirklich, die Flasche bedeutet mir gerade richtig viel. 25 Cent ist gerade richtig wertvoll. Ist so viel wie drei Glasflaschen. Also richtig nice. Nimm mir mit. Hier unten liegen noch mal ein paar Flaschen. Die sammle ich jetzt noch alle ein. Also ich bin jetzt fast am RWE-Stadion und meine Tasche ist so halb voll. Das Problem ist, ich habe nur so ein Glas 8-Cent-Flasche von und diese eine 25-Cent-Flasche. Das ergibt nicht viel Geld zusammen. Also ich habe jetzt noch nicht durchgezählt, wie viel ich habe, aber ich glaube, es ist nicht mal ein Euro. Ich werde jetzt trotzdem zum RWE-Stadion durchgehen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sind es richtig viele Flaschen, was gut wäre, weil dann mache ich die Tasche voll, bringe die weg und gehe nochmal hin und mache die Tasche wieder voll. Oder Möglichkeit Nummer zwei, da ist gar nichts. Dann such ich einfach weiter, mach die Tasche voll und hol mir dann so einen ersten Snack oder so mal. Weil ich habe richtig Hunger gerade. Da vorne ist das Stadion. Hofft einfach mit mir, dass wir was finden. Normalerweise ist hier schon alles voll mit Flaschen. Aber hier ist gar nichts. Hier vielleicht mit. Ja, moin. 25 Cent, richtig gut. Aber hier sieht es richtig mau aus. Nice. Geil. Okay. Also ich hätte es mir hier anders vorgestellt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so viele 25 Cent Flaschen finde. Das sind auch noch Glasflaschen, geil. Irgendwie die erste Fuhre mal weg, würde ich sagen. Ja. Nope. Ich werde jetzt das Stadion verlassen, also es war richtig gut. Wenn wir Glück haben, haben wir insgesamt 2 Euro. Damit können wir uns auf jeden Fall eine Kleinigkeit zu snacken holen. Und eine Flasche Wasser auf jeden Fall, ich habe richtig Durst. Okay, ich bin jetzt hier an der Haltestelle angekommen. Ich könnte jetzt den Rückweg laufen, mache ich aber nicht, weil der Hinweg hat schon übelst Kraft gezogen. Das Ding ist, ich muss aber leider schwarz fahren, weil Florian mein Ticket ja abgezogen hat. Deswegen einfach hoffen, dass kein Kontrolleur kommt und dann gehen wir schnell zum Supermarkt. Der Bus kommt. Servus. Das sind zum Glück keine Kontrolleure im Bus. Nice, ich bin jetzt am Hauptbahnhof angekommen, ohne erwischt zu werden. Das ist schon mal richtig gut. Ich werde jetzt noch in eine Bahn steigen und Richtung Globus fahren, weil da gibt es eine frische Theke. Ich glaube, da könnte erst am günstigsten sein. Am meisten sind wahrscheinlich. Das war's. Oh. Wenigstens das macht mich jetzt glücklich. Wir haben es geschafft, mit dem Bus und mit der Bahn zu fahren, ohne vom Kontrolleur erwischt zu werden. Das ist nice, weil 6 Euro Strafe hätte ich jetzt gar nicht brauchen können. Wo
Bonus gebucht. Wir haben 1,86 Euro bekommen. Die Idee ist, ich werde mir jetzt für 86 Cent was zu trinken holen. Und dann hier vorne bei der Frischtheke für 1 Euro so ein Fleischkäsebrötchen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn und ist am preiswertesten. Fast perfekt. Still. Frühstück um 15 Uhr. Pumpenbräuchchen, schönen Tag noch. Ich kenne ein Fleischkäsebrötchen. Perfekt, danke. Schönen Tag noch. Der erste Schluck des Tages tat so gut. Jawohl! Sie hat mir noch so ein richtig fettes Stück drauf geklatscht. Lecker. Ich habe jetzt aufgegessen. Ich freue mich gerade einfach, dass die Sonne scheint. Das macht irgendwie meine Laune ein bisschen besser. Ich werde jetzt, glaube ich, noch eine zweite Mittagspause einlegen, indem ich mich hier ein bisschen auf die Bank hinschille und mich vielleicht eine halbe Stunde schlafen lege oder so. Das war richtig unbequem. Irgendwie bin ich jetzt müder als vorher. Ich habe jetzt Powernap hinter mir. Hat so semi geholfen. Ich werde jetzt Richtung Rathaus Essen laufen. Denke ich so eine Stunde Weg, weil ich muss mein Handy laden. Ich habe fast keinen Akku mehr. Ich laufe jetzt entspannt. Dann sehen wir uns gleich. Nice. Hier habe ich das Handy jetzt angeschlossen. Das geht auch schon anders sehr gut. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das erlaubt ist, dass ich jetzt lade. Ich hoffe nicht, dass ein Security-Mann kommt und mich wegschickt, wenn ich gebumst. Aber bleib hier einfach mal maximal lange, bis ich weggeschickt werde. Oder bis das Handy voll ist. Ist auch gut. Ich glaube, das schlimmste Problem ist nicht, dass du die ganze Zeit draußen bist. Ich meine, tagsüber kannst du dich gefühlt überall reinsetzen. Aber du hast halt so eine Arschlangweile. Ich meine, ich habe es heute Morgen schon gemerkt. Die Leute gucken einen komisch an. Die Leute denken irgendwie, du bist anders als die. Die gucken alle so von oben auf mich herab, so als wäre ich Abschaum. Bin ich eigentlich gar nicht. Aber die Leute behandeln mich und das stört mich extrem. Jetzt natürlich die Sache, mache ich jetzt? Bin jetzt hier auch wieder am Weihnachtsmarkt, wo ich am Anfang heute die erste Pfandflasche gefunden habe. Ich gehe jetzt noch eine Runde, vielleicht finde ich ja noch ein paar Pfandflaschen. Natürlich habe ich hier nichts gefunden. Ich habe jetzt gemerkt, in der Stadt suchen macht gar keinen Sinn, weil da suchen, glaube ich, auch einfach extrem viele andere Obdachlose. Das heißt, der Markt ist ja gut umkämpft. Ich werde jetzt zu irgendwelchen Schulen laufen, gucken, ob auf dem Schulhof noch was ist. Oh mein Gott! Ey, ich glaube, das ist 25 Cent, oder? Seit wann haben so Milchkacke? Seit wann hat das Pfand? Ich habe eine Pfandflasche. Geil. Boah, ich glaube, ich habe da hinten noch Dosen gesehen. Ja. Bin nicht mal bei der Schule angekommen, ich habe schon Euro zusammen. Geil. Ich habe hier jetzt auch noch Bierflaschen gefunden. Nehmen wir beide mit. Boah, ich hätte einfach viel früher auf die Ideen kommen sollen, statt zu suchen, wo jeder sucht. Weil ich finde hier automatisch direkt viel mehr. Vielleicht sieht es an anderen Orten wieder schlecht aus, aber wenn es weiter so läuft, bin ich zufrieden. Ja! Oh mein Gott. Boah, ich bin jetzt hier an der ersten Schule angekommen. Ich gehe mal gucken, ob ich auf dem Schulhof was finde. Servus. Hier. Obdachlose. Kann ich alle haben? Ja, nein. Nice. Die haben mir Pfand gegeben. Korrekt. Junge, ich hab doch gesagt, Schule ist gut. Nope. 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 Oh mein Gott. Energy. Nope. Ich werde jetzt bei Lidl kurz den Pfand wegbringen, weil mein Rucksack ist relativ voll. Müsste jetzt bestimmt 2 Euro, 2,50 Euro oder so haben. Nee. Nein. Jedes Mal, wenn ich eine Pfandflasche finde, bin ich kurzzeitig richtig motiviert. Wenn ich dann wieder so ein, zwei Mülltonnen durchsuche und da ist gar nichts drin, dann fällt das wieder so ins Down. Tag ist dann auf und ab irgendwie. Ja. Ich bin jetzt im Hauptbahnhof. Ich werde, glaube ich, jetzt wieder risky machen und zu Kaufland oder so fahren, weil die nehmen alles an. Weil wenn ich jetzt gepackt habe, ich habe wirklich gar keinen Bock auf die 60 Euro. Aber ich riskiere es, weil ich habe gar keinen Bock zu laufen. Ich bin halt so viel gelaufen. Ne? Deswegen, ich versuche jetzt das letzte Mal Bahn zu fahren. Bahn verpasst. 4 Minuten warten. Nope. War auch nichts. Also jetzt einfach 2 Minuten warten und dann durchfahren. Geschafft. Ich bin wieder nicht gepackt worden. Da vorne ist Kaufland. Da gehen wir jetzt rein. Ich nehme einfach 3,81 Euro. Dafür kann ich mir jetzt auf jeden Fall was Chilliges kaufen. Ich werde mir jetzt safe was an der Frischtheke holen. Angebot natürlich ausverkauft. Brötchen habe ich keinen Bock.
Zwei Stück davon waren jetzt 1,38 Euro. Ich habe mal so circa 2,40 Euro zum Ausgeben. Ich weiß aber nicht ganz, was ich mir kaufe. Ich will irgendwas Schlaues kaufen. Ich habe, glaube ich, zwei Vanille-Protein-Shakes, ne? Passt perfekt rein. Nein, fuck, die haben Pfand jetzt. Ich kann mir da nur einen leisten. Ich hole mir jetzt einfach nur einen Protein-Shake und noch einen Protein-Riegel. Ich glaube, ich nehme Joghurt-Geschmack. Einfach mal. Das hat einfach auf den Cent genau gereicht. Ich suche mir jetzt eine Parkbank, wo ich kurz was essen kann. Und dann ist ganz wichtig, ich brauche einen Schlafplatz für heute. Unbeschreiblich einfach was zu essen. Ich bin selten so auf Essen gefreut. Also normalerweise ist es immer bei mir so, ich habe übelst viel im Kühlschrank, so richtig viele verschiedene Sachen. Gehe dann trotzdem noch einkaufen, weil ich Bock auf was anderes habe. Heute komme ich mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runter und merke so, dass man sich selbst über alles freuen kann eigentlich. Dann schätzt man solche Kleinigkeiten viel mehr wert. Zeigt mir der Tag heute auf jeden Fall. Das ist eine gute Erkenntnis, glaube ich. Ungelogen, jetzt kommt der beste Part des Tages. Proteinriegel. Ich glaube, ein weiterer Vorteil, den ich heute habe, ist, das ganze Geld, was ich bisher gesammelt habe, habe ich nur in Essen und Trinken investiert. Ich meine, auf der Straße leben ja auch extrem viele Junkies und so. Das macht es für die ja noch mal schwieriger, weil die müssen ja Geld sammeln, um sich was zu essen und trinken zu kaufen und um Drogen zu finanzieren. Bei mir ist heute zum Glück nicht der Fall. Deswegen kann ich alles in geiles Essen investieren. Ich werde mir jetzt hier in der Nähe einen Schlafplatz suchen. Dann versuche ich jetzt relativ früh einzuschlafen, damit die Nacht schnell umgeht. Zu Hause wäre ich jetzt easy bis 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr wach. Ich würde vielleicht noch zocken oder so. Jetzt ist es, wie viel Uhr? Es ist 21.34 Uhr. Ich will mich einfach nur hinlegen, weil ich keinen Bock mehr auf den Tag habe. Ich bin jetzt an der Brücke angekommen. Und ich glaube, ich werde mir hier jetzt meinen Schlafplatz machen. Ich habe ja keine Decke, keine Pappe, kein gar nichts. Ich muss mich hier, glaube ich, auf den harten Boden legen. Warum ich mich nicht auf die Wiese oder so lege? Hier ist noch alles nass vom Vortag. Ich würde sagen, ich versuche jetzt mal, mich ein paar Stunden hinzulegen. Ich hoffe, ich schaffe irgendwie ein paar Stunden durch. Nacht. Der Boden ist so hart. Oh, Rückenproblem. Der Boden ist einfach komplett kalt geworden in der Nacht. Oh. Ich hoffe, ich helfe nicht durch. Ich habe so dreckig geschlafen. Der Boden ist so kalt inzwischen. Wie viel Uhr ist es überhaupt? Wir haben erst 3.13 Uhr. Ich war die halbe Nacht geschafft. Ich werde mir jetzt irgendeinen anderen Spot suchen, weil ich habe keinen Bock mehr, hier draußen liegen zu bleiben. Es ist arschkalt. Ich habe hier draußen irgendwie die ganze Zeit Angst, dass ich abgezogen werde. Mir mit der Angst, hier so draußen zu schlafen, ist irgendwie gar nicht so nice. Ich glaube, ich gehe jetzt zum Hauptbahnhof oder zum Limbecker. Versuche mich drinnen nochmal irgendwie auf eine Bank oder so zu setzen. Und vielleicht dort nochmal ein, zwei Stunden die Augen zuzumachen. Deswegen lauf jetzt zum Limbecker in der Nacht los. Ich frag mich halt auch echt, wo die ganzen anderen Obdachlosen schlafen. Also ja, es gibt Obdachlose Unterkünfte, aber wo steht der denn? Boah, ich hatte gerade so mit Abstand den unangenehmsten Moment meines Lebens. Also ich wurde von so zwei Obdachlosen aufgerufen. Boah, die haben mich so ein bisschen so in die Ecke getrieben. Ich war nur von meinem Zubau. Da gib mir Money. Also ich hab das erste Mal so richtig Angst gebrochen. Ich laufe jetzt trotzdem noch schnell zum Limbecker und gehe da schnell rein irgendwie. Weil da sind ja Safe Security Männer übernachtet hier. Aber überhaupt genug. Ich fühle mich gerade richtig. Ich bin so. Eigentlich generell nicht Angst, wenn ich in der Stadt war. Aber jetzt. Aber seitdem ich das Rad von der Zeit irgendwie komisch angemacht worden bin, jetzt schiebe ich richtig Paranoia. Ich will jetzt einfach nur schnell zum Limbecker und mich da irgendwie reinsetzen. Ich bin jetzt irgendwie auf einmal auch durch den Schock irgendwie gar nicht mehr müde. Ich bin auf einmal wieder so hellwach. Ich merke das gerade richtig. Gerade kurz Adrenalinschock gehabt. Da, die Straße runter ist jetzt auch schon der Limbecker. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass hier so Leute schlafen, aber irgendwie ist das gar nicht so. Ich bin doch nicht dahin zu. Bitte sind die Türen jetzt auf, wenn nicht. Ich bin Pumst. Bitte, 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 bitte. Fuck. Die Tür geht nicht auf. Ich bin gebumst. Ich wäre erstmal am Hauptbahnhof geblieben. Obwohl, nee, da wurde ich ja bedrängt. Aber wo soll ich jetzt hin? Boah, jetzt ist scheiße. Jetzt ist richtig scheiße. Ich setze mich jetzt erstmal hier kurz hin. Ich überlege, was ich jetzt mache. Ich hatte mir jetzt nochmal so grob 5 Minuten Gedanken gemacht, was ich jetzt mache. Ich will generell nicht in der Stadt bleiben. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, einfach wieder zu dem Schlafplatz und spazieren. Irgendwie ein bisschen dumm. Ich werde mich da nochmal versuchen, ein, zwei Stunden hinzulegen. Da habe ich mich wenigstens irgendwie ein bisschen mehr sicher gefühlt als hier überall in der Stadt. Warum sind hier noch so viele Leute? Ich glaube, das sind alles die Drogendealer hier.
ist ja grauenhaft, Alter. Es sind ja nur noch Junkies und hier Drogendealer unterwegs. Diese Nacht bleibt mir auf jeden Fall, ich glaube, echt für immer in Erinnerung. Die erste Nacht draußen. Ich hätte echt gar keinen Bock, dass das so ein Dauerzustand wäre. Ich will die Nacht einfach nur hinter mir kriegen. Vielleicht habe ich es ja Glück und ich schaffe gleich noch mal 1-2 Stunden zu schlafen. Das wäre natürlich optimal. Die Zeit schon mal ein bisschen schneller um. Ich bin jetzt wieder an dem Spot, wo ich vorhin war. Ich versuche mich jetzt hier noch mal so eine Stunde, 1-2 schlafen zu legen. Ich bin jetzt wach geworden. Es ist 7.24 Uhr. Mir ist arschkalt. Ich muss erst mal irgendwie auf mein Leben klarkommen. Ich habe jetzt doch länger geschlafen, als ich dachte. Ich jetzt mal die Augen zukriege. Aber irgendwie war die Nacht komplett räudig. Mein Rücken ist auch irgendwie voll verspannt. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, dass ich jetzt morgens direkt Pfandflaschen sammeln gehe. Ich habe gar keine Kraft, indem ich ein bisschen Kopfschmerzen bekomme. Ich glaube, ich setze mich jetzt irgendwie hin und sitze die Zeit einfach nur aus. Letzten 2,5 Stunden. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin einfach nur nach Hause gerade. Ich bin einfach nur im Bett liegen und nochmal 1-2 Stunden normal schlafen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Nacht so hart wird. Ich komme auf diese Langeweile her, finde ich klar. Ne? Ich bin ja generell immer so ein Mensch, ich bin immer so energiegeladen. Ich habe so Bock generell auf jeden Tag. Merke ich richtig hier draußen. Ich hab keinen Bock, irgendwas zu unternehmen. Diese Langeweile überschattet den ganzen Tag. Die Sonne geht inzwischen auf. Ich bin gerade an dem Punkt, mir geht's gerade richtig, richtig schlecht. Ich habe so seit 5 Minuten oder so auf einmal richtig Bauchschmerzen. Kann aber auch dran liegen, da ich gestern nicht kacken war. Mich freut's einfach nur, dass jetzt langsam richtig hell wird. Ich muss noch eine Stunde und eine Minute umkriegen. Ich werde jetzt einfach die restliche Zeit nur noch spazieren gehen. Ich glaube, so kriege ich die Zeit irgendwie am sinnvollsten um. Ich mache jetzt hier noch so für 2-3 Minuten eine kleine Pause. Es ist jetzt 9.38 Uhr. Ich muss noch 22 Minuten hier draußen bleiben. Das heißt, ich laufe jetzt vielleicht direkt los zurück zu mir nach Hause. Dann habe ich es endlich geschafft. Nur noch den Berg da hinten hoch. Es ist jetzt 1:01 Uhr. Ich hoffe, Florian kommt jetzt pünktlich raus und bringt mir meinen Schlüssel. Er kommt endlich. Moin, was geht? Und wie ist gelaufen? Digga, Junge, gar nichts gelaufen. Die Nacht war kacke. Echt? Junge, die Nacht war ehrlich, ich wurde fast abgezogen von so 2 Jobs am Hauptbahnhof. Ach du Scheiße. Also, die wollten es nicht. Komm jetzt erstmal wieder rein. Hast du was zu essen da? Ich hab heute nichts gegessen, aber ich hab generell gut gegessen. Sehr gut. Der Schlüssel passt nicht rein. Komm, geh jetzt zum Eingang 3. Klasse.